Sie hören Crop FM, Ausgabe Nummer 309. Ein Crop FM Spezial zum Thema E-Cut, alternative Energieerzeugung und die sogenannte kalte Fusion. Mitte 2012 wurde das Konzept des E-Cut erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Seither gab es viele Argumente für und wider, unabhängige Tests und extrem unterschiedliche Einschätzungen tatsächlicher und selbsternannter Experten. Wie so oft im Bereich alternativer Energieerzeugung sind hochtrabenden Erwartungen auf der einen und harscher Kritik auf der anderen Seite offenbar keine Grenzen gesetzt. Am 11. November hatte ich Gelegenheit, den Physiker Dr. Günther Krieg und den Geschäftsführer der E-Cut Deutschland, Hartmut Dobler, zu Physik, Technik und möglichem Vertrieb des E-Cut zu befragen. Der E-Cut könnte in der Tat eine interessante Alternative im Bereich Heiztechnik sein, vorausgesetzt, erste Geräte kommen tatsächlich in absehbarer Zukunft zur Auslieferung und halten, was man sich an Effizienz und Energiedichte verspricht. Bei mir heute auf der Skype-Leitung ist Dr. Günther Krieg und Hartmut Dobler. Danke an Sie beide, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir da heute über den E-Cut sprechen können. Eigentlich war das Ganze als Live-Interview geplant, hat sich dann aber so ergeben, dass wir das jetzt offline machen. Dafür ist der Herr Krieg zu uns gestoßen, was natürlich sehr schön ist, weil er uns sehr detaillierte Auskunft über die dahinterstehende Physik geben kann. Herr Dobler, vielleicht fangen wir mal kurz bei Ihnen an, wenn Sie sich vorstellen, wie sind Sie vor allem zu dieser Thematik E-Cut gekommen? Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Hartmut Dobler. Ich bin Geschäftsführer der E-Cut Deutschland GmbH. Das ist die offizielle Vertriebsgesellschaft von der Technologie. Unser Unternehmen ist jetzt etwa ein Jahr alt und so jung wie die Technik, sage ich mal. Wie bin ich zu der Sache gestoßen? Nun, diese Antwort kann ich Ihnen eigentlich nur dann beantworten, wenn man fragt, wie die Jungfrau zum Kind kommt. Es waren Empfehlungen und ich kam dann in eine Gruppe, die sich mit dieser Technologie befasst hat. Man hat sich
dann zusammengerauft und hat sich die Lizenz für die, also die Vertriebslizenz für den deutschen Raum dann gekauft und dann gab es die GmbH, die EK Deutschland GmbH, deren Geschäftsführer ich dann wurde. Wie lange beschäftigen Sie sich jetzt schon mit dieser Technologie? Etwa 2 Jahre von der Sache, also Vorbereitung her und jetzt intensiv ungefähr 1 Jahr. Okay. Aber Herr Dr. Krieg, Sie sind Physiker? Ja. Vielleicht kurz Ihren Werdegang und wie Sie dann zur kalten Fusion auch gestoßen sind? Ja, die kalte Fusion war ja schon seit über 25 Jahren im Gespräch als neue Kraftquelle oder besser gesagt Energiequelle. Und es hat einen Physiker, ich bin seit 25 Jahren bin ich pensioniert und habe mich seitdem mit der Physik wieder näher beschäftigt. Es ist sozusagen eine Hobbytätigkeit nach der Pensionierung. Okay. Ich bin von Haus aus bin ich Festkörperphysiker gewesen und ich habe also 1966 habe ich bei der IBM angefangen und 1993 habe ich bei der IBM aufgehört und wurde früh pensioniert. Und dann habe ich mich wieder mit der Physik etwas kräftiger beschäftigt. Also Sie waren, nehme ich an, vor allem mit Halbleiterphysik beschäftigt, oder? Ich war anfangs mit Halbleiterei beschäftigt und bin dann später in die Programmierung gegangen. Das war mein Haupttätigkeitsgebiet, war Datenbanken und es war, wenn Sie wissen, der Vorläufer von den jetzigen Informationssystemen, was wir im Internet haben, wenn man googelt, sowas hatte die IBM schon in den 80er Jahren, allerdings für Firmen und nicht ein Internet in dem Sinne gab es da schon auch, aber das war das ARPANET, das war also was ganz Militärisches noch. Und auch sehr rudimentär natürlich. Sehr rudimentär. Textbasiert, ja. Etc. Ja. Ja. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern können dran. Ich habe es ein bisschen mitgekriegt. Und das Internet ist heute sozusagen die Bibliothek, die ich zur Verfügung habe. Die Uni-Bibliothek, die ich zur Verfügung habe. Und es ist wesentlich, sage ich mal, schlagkräftiger als das, was man früher als Student an der Uni hatte. Ja, das stimmt. Zurück zu Ihnen, Herr Dobler, Sie sind gerade dabei, Vertriebsstrukturen für den E-Card auch aufzubauen. Da können wir am Ende dann noch einmal detaillierter darauf eingehen. Aber jetzt einmal für den Laien, der noch nie was vom E-Card gehört hat. Ich meine, viele werden wahrscheinlich schon davon gehört haben, aber für jemanden, der das noch nie gehört hat, was ist das? Was macht es und wie macht es das? Ja, der E-Card, muss man sich vorstellen, ist ein Heizgerät, das Wärme produziert. Diese Wärme wird hergestellt aus einem besonderen Prozess, den wir nachher noch erläutern wollen. Aber das Spannende an der Sache ist so erstaunlich niedrigen Heizkosten. Das ist einmal der Kostenfaktor und dann die Frage der Ressourcen. Die Wärme wird CO2-frei zur Verfügung gestellt und wir haben eine Energiemenge etwa von einer Million Liter Heizöl an Wärmeinhalt, an Energie, würde etwa einen Kostenfaktor von etwa 5 Euro betragen, wenn wir die Beheizungsenergie, also die Hilfsenergie, nicht mit dazu rechnen. Und bei der Hilfsenergie, dieser Prozess braucht eine Hilfsenergie, um sie in Gang zu bringen.
Und da sind die momentanen Kosten, je nachdem, ob man Strom dazu verwendet oder Gas dafür verwendet, dann die kommen da dazu, sodass wir heute etwa einen COP von 6 fahren, also einen Wirkungsgrad. Wir geben einen Teil der Energie rein und holen 6 Teile Wärme heraus, was dann etwa eine Reduzierung um 80%, zwischen 80-90% der Jahresheizkosten wiederum in der Praxis darstellt. Das heißt, Sie haben eben da diesen Begriff Hilfsenergie erwähnt und warum man die braucht, wird uns dann hoffentlich später klar werden, wenn wir auf die Physik eingehen. Aber Sie sagen, dass Sie für 1 Million, für das Wärmeenergieäquivalent von 1 Million Liter Heizöl im Betrieb dieses Gerätes eigentlich nur 5 Euro brauchen würden. Das nehme ich an, kostet dieser Katalysator. Das ist das Material, das im Prinzip als verbrauchtes Material nachher übrig bleibt. Also das ist das ungewandelte Material, wo man als, ich sage es mal ganz vorsichtig, Asche bezeichnen darf. Der gesamte Prozess, was hier abläuft, ist voll recycelbar. Also man hat hier keinen Abfall. Dieses Material wird nachher einfach wieder zum Beispiel im Hochofen zugeschlagen als Zuschlagstoff und findet dann weiterhin Verwendung. Also ist ein voller Kreisprozess, der hier gefahren werden kann. Ja, wenn da nicht die Zusatzenergie wäre und somit auf wie viel Tausende Euro erhöht sich das durch die Zusatzenergie, wenn man jetzt also 1 Million, das Äquivalent zu 1 Million Liter ja. Heizöl an Wärme ja. erzeugen möchte mit dem E-Cut? Was muss man dann insgesamt bezahlen dafür? Wenn Sie jetzt, das ist stark abhängig, wie der Kunde seine Energie bezieht. Sie wissen, momentan die Energiepreise sind relativ niedrig. Die fangen beim Strom bei 2,5 Cent an für die große Industrie. Im Schnitt sind so zwischen 8 und 12 Cent die Kilowattstunde. Und wenn wir so in etwa von 10 Cent die Kilowattstunde ausgehen, dann sind es etwa 150.000 Euro Jahresheizkosten, denn die 5 Euro für den wirklichen Brennstoff, der fällt dann wirklich nicht mehr ins Gewicht. 150.000, was kosten 1 Million Liter Heizöl? Da rechnen wir es hoch, Liter ungefähr momentan mit 80 Cent die Kilowattstunde, da sind wir irgendwo bei ca. 800.000 Euro. Das ist ja eigentlich schon recht anständig. Also statt 800.000 Euro hat man plötzlich nur mehr Kosten von 150.000 Euro. Ja. Diese Rechnung ist jetzt natürlich extrem von Schwankungen im Rohölpreis als auch von Schwankungen im Strompreis abhängig. Ne? Aber im Moment schaut das ja eigentlich sehr gut aus. Das ist vollkommen richtig. Die hängt natürlich auch an dem sogenannten COP, an dem Wirkungsgrad der Anlage selber, und machen wir es nicht vor, die EK-Technologie ist sehr jung. Wir haben momentan einen sehr einfachen Wirkungsgrad, sage ich mal, da ist noch Luft nach oben gegeben. Ja, da ist vielleicht dazu zu erwähnen, dass die meiste Energie, die in Form elektrischer Energie notwendig ist für den Start des eigentlichen Vorgangs, notwendig ist. Und man bräuchte, wenn das Ding mal läuft, eigentlich von außen keine Energie mehr zuführen, um die weitere Energie zu kriegen. Nur, man muss das Ganze auch steuern können. Und um es steuern zu können, darf man diesen Wirkungsgrad nicht zu hoch treiben, damit die ganze Sache nicht aus dem Ruder läuft. Können Sie sich das vorstellen? Das ist ja ein äußerst spannender Aspekt davon. Also was Sie da jetzt andeuten, ich übersetze das jetzt mal in meine Sprache, ist, dass dieses Gerät ein Selbstläufer sein könnte. Das könnte passieren, wenn man den COP, also den Coefficient of Performance, wenn man den zu hoch treibt. Stellen Sie sich einen Verstärker vor, der durchdreht, und dann haben Sie bei einer Rückkopplung haben Sie plötzlich das Gejaule. Ja. Wenn Sie sich das vorstellen. Kenne ich gut.
Wenn man wenig verstärkt, dann kann man tatsächlich verzerrungsfrei verstärken. Wenn man viel verstärkt, dann kann es einem passieren, dass die Rückkopplung den Prozess bis ins Unendliche treibt und dann quasi, Sie wissen ja, wie das ist, wenn man ein rückgekoppeltes Signal hat, welches quasi jede Amplitude übersteigt. Es schwingt sich immer weiter auf natürlich, sobald das Signal... Es schaukelt sich immer weiter auf. Richtig. Ja. Und, aber es ist eben, was dann am Ende rauskommt, ist unbrauchbar. Das ist dann, das ist Zerstörung. Ja. Das will man ja nicht. Und dieser E-Cut kann also durchaus in diesem Betrieb, könnte in diesem Betrieb theoretisch gefahren werden, aber man hat es technisch noch nicht im Griff, dass der ganze Prozess dann stabil bleibt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so ist es. Das heißt, dass durch die Wärme, also dieser E-Cut braucht offenbar da irgendwie so einen Vorglühstrom oder ein Strom, der den Prozess... Zum Anwerfen der ganzen Reaktion braucht man mal von außen zunächst mal Energie. Und wenn das Ding dann läuft, dann kann man Energie abziehen und es läuft immer noch und es läuft immer noch. Man kann abziehen und es läuft immer noch. Und das ist genau der Verstärkungsfaktor COP6 beispielsweise. Kann man also mit einem Sechstel der Energie in elektrischer Form das Sechsfache an Wärmeenergie herausholen. Das geht jetzt mit diesen Geräten, die bereits zum Teil verkauft werden, beziehungsweise die vielleicht irgendwann einmal zum Verkauf bereitstehen. Da ist der Faktor 1 zu 6 oder Frage an beide? Also momentan, es war ja das letzte größere Probe, der letzte größere Probelauf mit dem Hotcat war etwa im März dieses Jahres. Und da geht es also darum, dass man nicht nur Wärmeenergie hat für das Haus, für den Hausgebrauch, so um die 100 Grad Celsius, sondern da geht es um höhere Grade, damit man mit diesem Prozess auch beispielsweise eine Turbine eine Heißdampfturbine antreiben kann, um dann Strom zu erzeugen. Da könnten Sie auch mit dem Prozess mit einem höheren Kopf praktisch die Brennstäbe in einem Atomreaktor durch diesen E-Cut ersetzen, beispielsweise. Aber das sind Zukunftsmusiken. Die Risiken wären ja bedeutend geringer. Wäre der Brennstab eines... Keine Radioaktivität. Das ist der Punkt. Keine Radioaktivität, ja. Keine. Der Prozess, der dem zugrunde liegt, das ist nicht die starke Kernkraft, sondern das ist die schwache Kernkraft. Also wir haben ja vier Kräfte in der Natur. Die Schwerkraft, die elektromagnetische Kraft, die starke Kernkraft, die hat man für die Kernspaltung und die heiße Fusion. Und die schwache Kernkraft, die hat man für den Beta-Zerfall. Genau, und hier bei diesem Prozess... Der Beta-Zerfall, das ist derjenige, der praktisch notwendig ist, um aus einem... Und jetzt kommen wir zum Funktionieren des ganzen Gerätes. Da wollte ich aber noch nicht ganz so schnell hin. Vielleicht wollen wir das noch ein bisschen hintereinander. Ich habe noch eine Frage vor allem. Der E-Cut, wie alt ist der denn? Wie alt ist dieses Konzept? Der E-Cut ist nach 25 Jahren, da darf ich kurz intervenieren. Ja. Die Herren Fleischmann und Pons etwa vor 25 Jahren hatten Unregelmäßigkeiten, das heißt eine Wärmeauskoppelung, festgestellt,
in ihren Experimenten und damit darauf geschlossen, dass es über eine Art kalte Fusionsreaktion hier stattfinden muss. Also da muss man dazu sagen, die haben damals nur die starke Kernkraft gekannt. Die schwache Kernkraft in ihrer richtigen Funktionsweise, die ist erst im Lauf der Zeit nicht entdeckt worden, aber in ihrer vollen Wirkungsbreite verstanden worden. Das ist also das jüngste Kind von den vier Kräften der Natur. Aber jüngste in dem Sinn, dass sie die Menschen verstanden haben. Mit der Schwerkraft hat es angefangen, die elektromagnetische Kraft, das sind jetzt 200 Jahre etwa, die starke Kernkraft, das ist 100 Jahre etwa, und die schwache Kernkraft, das ist etwa 50 Jahre, dass man das erforscht. Die grundlegende physikalische Kraft, die eingesetzt wird oder die hier ausgenutzt wird. Und verstehe ich es jetzt richtig, dass in diesen man nennt das halt jetzt kalte Fusion, dass in diesen Ansätzen das zum ersten Mal tatsächlich auch ingenieursmäßig ausgenutzt wurde. Kann man das so verstehen? Die kalte Fusion, das ist ein Stichwort, stammend aus einer Zeit, wo man die schwache Kernkraft noch gar nicht so richtig verstanden hat. Und wenn man eine Sache hatte, die viel Energie brachte und man konnte sich das nicht erklären, dann hat man gemeint, das muss Fusionsenergie sein. Es ist aber nicht in dem Sinne eine Fusion, sondern es ist eine Transmutation, was da ausgenutzt wird. Das heißt, eine Transmutation, eine Umwandlung eines Elements, nämlich Nickel, in Kupfer. Und daher wahrscheinlich auch erinnert es auch an, oder passt vielleicht Fusion auch gar nicht so schlecht, weil es ja tatsächlich eine Elementumwandlung stattfindet, die wir ja nur von der heißen Fusion eigentlich kennen, wie sie zum Beispiel in der Sonne passiert. Ich glaube, Helium in Wasserstoff. Ja. Die heiße Fusion beruht darauf, dass man niedrig mit geringen Kernladungszahlen versehene Atome fusioniert. Das ist im Wesentlichen Wasserstoff, Deuterium und Tritium. Die werden zu Helium fusioniert und das ist genau der Vorgang der heißen Fusion, welcher im Kern der Sonne abläuft. Und in diesem Sonnenkern, da geht es deswegen einwandfrei, weil die Sonne ein kugelförmiger Körper ist und die Gravitation so stark ist, dass eine riesen Wasserstoffbombe, die im Kern der Sonne ständig heizt, durch die Schwerkraft im Zaum gehalten wird. Das kannte man schon. Also in der Sonne stellt sich da eine Art Equilibrium ein, sonst würde ja die Sonne einfach explodieren bei diesen unglaublichen Kräften, die im Inneren da ablaufen, aber so Gravitation und dann zentrifugale Kräfte aufgrund dieser Vorgänge, die da passieren, schauen Sie, die halten sich da irgendwie die Waage und irgendwann halt nicht mehr, wenn der Treibstoff der Sonne verbraucht ist und dann je nachdem, welche Masse sie hat, wird sie dann halt zusammen. Die Sonne in sich zusammen. Ja. Aber vorher bläht sie sich noch ein bisschen auf. Ja, genau. Und das werden wir jetzt ja nicht mehr erleben, aber irgendwann wird die Erde eben. Da haben wir noch ein paar Milliarden Jahre Zeit. Ja, hoffen wir es. Ja. Das ist also die heiße Fusion. Und da passiert das ja quasi mit brutaler Gewalt. Also dieser Fusionsprozess passiert dort, weil eben diese ungeheuren Kräfte da in der Sonne wirken und dann wird da diese Energie frei.
Welche Energie wird da eigentlich frei? Ich meine, bei einer Atombombe sind es eben diese starken Bindungskräfte, die also nur auf extrem kleine Distanz überwirken, aber die dafür auch extrem stark sind, und man kennt ja die Bilder von Atombomben und Atomkraftwerke. Ja, man glaubt es zu kennen. Gespürt hat, der trägt dann Schäden davon, das ist klar. Na klar. Ja. Ziemlich gefährlich. Gefährliche Technik und die schwache Kernkraft ist mit dem Bitterzerfall eine ganz milde Technik verglichen damit. Es werden halt auch nicht derartig enorme Kräfte frei, aber immerhin doch genug, um damit Dinge betreiben zu können. Ne? Es ist, wenn Sie die ganzen Energieumwandlungen, die es ja sind, wenn Sie beispielsweise einen normalen Motor haben, der mit Treibstoff, also wie Diesel oder Benzin, geht, dann wird eigentlich das meiste nur umgewandelt. Das, was hinten zum Auspuff rauskommt, das ist verbrannter Kraftstoff. Wenn Sie es mit Einstein betrachten, dann ist diese Energie, die da umgewandelt wird, und ein Teil wird zu mechanischer Kraft umgewandelt, sonst könnte Ihr Auto ja nicht fahren, ein Teil wird in Asche verwandelt, und selbst diese Asche hat noch ein gewisses Gewicht. Und wenn Sie die Gewichte genau beobachten, die man vorne zu dem Prozess reingegeben hat und die hinten in Form von Asche rauskommen, dann gilt da der Einsteinsche Satz E gleich M mal C Quadrat. Und M ist die Massendifferenz des Treibstoffs verglichen mit der Asche. Und so funktioniert die starke Kernkraft im Grunde auch. Nur, dass da bei der starken Kernkraft ein viel größerer Prozentsatz an Masse in Energie umgewandelt wird. Aber das ist eigentlich schon physikalisches Gemeingut seit 100 Jahren, seit Einstein. Meine Frage wäre jetzt, also bei der traditionellen Kernkraft werden eben diese starken Bindungskräfte umgewandelt. Kann man sich das jetzt so vorstellen, dass eben im Rahmen der sogenannten kalten Fusion diese schwachen Bindungskräfte in mechanische oder Wärmeenergie umgewandelt werden? Das ist jetzt die große Frage, was in der schwachen Kernkraft eigentlich passiert. Da müssen wir, also ein Teil wird bei der Transmutation sicherlich auch nach E gleich M mal C Quadrat bei der Umwandlung in Wärme auch aus diesem Treibstoff herausgeholt. Aber bei der schwachen Kernkraft sind noch weitere Dinge wichtig. Es ist nämlich so, dass die Wissenschaftler, die das jetzt im März in Italien durchexerziert haben, von dem Hotcat, die haben gesagt, ja, wir wissen nicht, woher die Energie kommt. Also es ist noch weiteres in der schwachen Kernkraft enthalten. Und das ist ja der Punkt, dass man hier plötzlich eine Kraftquelle hat, die man bisher noch gar nicht so richtig gekannt hat. Man weiß, dass sie funktioniert, aber man weiß nicht genau, warum. Ja, das erklärt vielleicht auch, warum man den Prozessor Selbstläufer noch so überhaupt nicht im Griff hat. Ja. Weil man das eben noch nicht ganz versteht. Okay, aber
man versteht sie offenbar weit genug, um hier zumindest irgendwas bauen zu können. Und richtig. Ich meine, an der Halbleiterphysik sieht man ja, dass man einen Prozess nicht komplett verstehen muss, um trotzdem was Sinnvolles damit bauen zu können. Weil auch dort versteht man, glaube ich, nicht zu 100%, was da jetzt wirklich passiert, aber man weiß, dass gewisse Niveaus existieren und mit denen kann man dann halt arbeiten. Ja. Und so ähnlich, sage ich einmal, ist es jetzt da auch. Aber wie möglichst einfach erklärt, was passiert jetzt im ECAT? Wie wird dort versucht, diese schwachen Bindungs- oder wie versucht man dort Wärmeenergie zu erzeugen? Sagen wir mal so, weil man weiß ja gar nicht, ob das jetzt wirklich die schwachen Bindungskräfte sind. Aber was passiert möglichst einfach umrissen im ECAT? Also zunächst mal braucht man den ECAT, wenn man sagt, man kriegt Energie. Dann sagen einem die bisherigen Physiker, ja, was sag mal, wie überwindest du überhaupt die Potentialschwelle, wenn du ein Elektron gegen ein Nickelatom anlaufen lassen willst? Das Elektron hat eine Ladung von minus 1 und der Nickelkern hat eine viel höhere Ladung, und wenn du das jetzt dagegen laufen lassen willst, wie soll das überhaupt funktionieren? Und diese Frage, wie man da rankommt, ist so zu lösen, indem man das Proton, was man da gegen das Nickelatom laufen lassen will, das muss man vorher umwandeln in ein Neutron. Und das geschieht durch den inversen Beta-Zerfall. Und dieser Beta-Zerfall wird ausgenutzt, um das Neutron zu erzeugen. Ein Neutron von sich aus, wenn man es aus dem Kernreaktor rausholt, zerfällt nämlich innerhalb einer Viertelstunde in ein Proton und in ein Elektron. Das heißt, bei diesem inversen Beta-Zerfall, den man auch als Elektroneneinfang bezeichnen kann, wird aus dem nackten Proton durch den zentralen Stoß mit einem durch das Kristallitkanälchen fokussierten Elektron mittels Elektroneneinfang ein nahezu ruhendes Neutron erzeugt. Und dieses ruhende Neutron, das kommt gegen jeden Potentialwall an und kann sich dann in den Kern anlagern. Und durch diese Anlagerung wird aus dem Nickel das nächste Element in dem Periodensystem, und das ist Kupfer. Und dabei wird Energie frei. Und wieso die Energie frei wird, das hat wieder was mit dem Magnetismus zu tun. Der Magnetismus des Nickels ist nämlich ein sogenannter Ferromagnetismus. Und das Kupfer ist nicht ferromagnetisch. Das heißt, bei dieser Umwandlung verschwinden plötzlich magnetische Kleinstmagnete sozusagen. Und das bedeutet, dass sie Magnetlinien verlieren. Und was bedeutet das? Bei Schneiden von Magnetlinien, das nimmt man also beispielsweise beim Elektromotor, beim Schneiden von Magnetlinien mittels eines Leiters, entsteht durch Induktion ein Spannungsstoß. Und dieser Spannungsstoß, der hat auch noch eine Bedeutung bei diesem Prozess, wie man aus dem Nickel Kupfer kriegt und viel Energie. Es ist also
auch eine Frage des Magnetismus und nicht nur eine Frage der Gewichtsdifferenz bzw. der Massendifferenz und das, was man nach Einstein aus der Massendifferenz an Energiedifferenz rausrechnen kann. E gleich mc². Also, es kommt noch zusätzlich die Frage des Magnetismus, des Dauermagnetismus. Und das möchte ich Ihnen auch noch sagen. Gerade beim Dauermagnetismus weiß man bis heute noch nicht, warum der genau funktioniert. Aber dass er funktioniert, das sehen Sie an jedem Pedelec-Fahrrad. Ohne Dauermagnete würden die gar nicht laufen können. Und die Elektroautos in Zukunft auch nicht. Ja, das mag für den Laien ziemlich überraschend klingen, aber es ist, scheint wirklich so zu sein, dass also der Dauermagnet auch noch nicht so hundertprozentig verstanden ist, wie man es gern hätte. Und dass da auch einige vermuten, dass da noch viel Potenzial drin schlummert. Wenn man da schlummert noch viel Potenzial drin. Im wahrsten Sinne des Wortes. Höchst spannend. Jetzt, also dieser Prozess, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt in einem Radiointerview wirklich so völlig klar gemacht werden kann. Ich werde dann, wenn ich darf, dann auch noch diese PowerPoint-Folien vielleicht mit online stellen. Wäre das okay? Ja. Wir haben sie vor uns. Ja. Es geht um das Magnetfeld des Elektrons oder mit anderen Worten um den Spin des Elektrons. Der Spin des Elektrons, der ist maßgeblich für, und Sie wissen ja, dass Nickel eine ganze Menge Elektronen um sich herum hat. Und diese Elektronen haben einen Spin. Das ist ein magnetisches Moment. Jedes dieser Elektronen, was in dem Nickel ist, und die Elektronen auf den verschiedenen Bahnen im Nickel sind so, dass einige übrig bleiben und deswegen den Dauermagnetismus erzeugen. Während beim Kupfer, da sind sie so auf den Bahnen, dass auf jeder Bahn zwei Elektronen sitzen, eins mit dem Spin nach oben und eins mit dem Spin nach unten und sich damit ausgleichen. Das heißt, Kupfer hat keinen Magnetismus. Und dieses Ändern bei der Transmutation des Magnetismus, des Dauermagnetismus, das hat auch eine energetische Wirkung. Und ich meine, das ist sogar die Hauptsache. Und alles ist bedingt dadurch, dass die Transmutation vom Nickel zum Kupfer stattfinden kann. Und das ist bedingt dadurch, dass Nickelatom weiter aufgebaut werden kann mit einem Neutron und dadurch zum Kupferatom transmutiert. Das ist also der innere Zusammenhang zwischen der schwachen Kernkraft, der Transmutation und dem Dauermagnetismus. Ja, also es ist, glaube ich, die Gesamtmaterie jetzt viel zu komplex, als dass wir sie in ihrer Gesamtheit hier darstellen können. Das möchte ich jetzt auch gar nicht versuchen, aber zumindest einen Eindruck davon vermitteln, damit man dann, wenn man jetzt interessiert ist und physisch gebildet, dass man dann, also physikalisch gebildet, dass man dann irgendwie vielleicht da weiter forschen kann. Im Prinzip habe ich da diesen Nickelkristall und die kristalline Struktur dieses Nickelkristalls quasi hilft auch, diese Elektronen zu fokussieren und somit tatsächlich auf diese Protonen auszurichten. Also ja. Das passiert über den Nickelkristall, was in der Sonne einfach durch Brute Force, also durch brutale Gewalt passiert, einfach durch diese enormen Kräfte und Energien, die dort wirken. Aber das passiert also bei diesem
sogenannten kalten Fusionsprozess, dadurch, dass also das Nickelkristall quasi die Zielvorrichtung ist. Und dann passiert eben, wenn sobald das Proton zum Neutron geworden ist, dann reagiert es mit dem Nickel-Atomkern und wird Kupfer, wenn man es jetzt zusammenfasst. Und bei diesem Prozess wird Energie frei, und wenn ich es richtig verstanden habe, wo jetzt genau diese Energie herkommt, weiß man noch nicht genau. Man vermutet die schwachen Bindungskräfte. Man vermutet, dass es dadurch kommt, dass der Unterschied zwischen Nickel und Kupfer eben nicht nur ein bisschen Gewicht ist, sondern auch ein bisschen Magnetismus. Und, also das ist, und durch diese Veränderung dieser, das sind ganz winzige Magnetfelder, die dann da sich quasi verändern, und es ist also einfach veränderte Magnetfelder, und diese induzieren dann Ströme. So ist es. Und ist es, und jetzt, die Ströme, die müssen ja irgendwo rumlaufen, und wenn die rumlaufen, dann machen diese Ströme Wärme. Okay. Das ist genau die Wärme, von der wir reden. Jetzt vielleicht naiv die Frage, aber wenn wir da doch sowieso schon Ströme haben, also Elektronen, die sich bewegen, wäre es dann nicht auch einfacher oder zumindest denkbar, statt der Wärme direkt elektrische Energie aus dem EK zu ziehen? Ja, das ist denkbar. Und das sind beispielsweise die Dinge, die der Hans Kohler sich überlegt hat. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Der Hans Kohler war ein Erfinder, der zur Zeit der Weimarer Republik und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland gearbeitet hat. Und der hat eine Schaltung den Amerikanern erklärt, wo er direkt aus einer Magnetstruktur heraus direkt elektrische Energie schaffen konnte. Das ist also auch eine Möglichkeit, aber diese Möglichkeit ist uns nicht in Gänze überliefert. Ja, es gibt auch eine andere deutsche Gruppe, ich habe da letztens einen Vortrag gehört, ich glaube, da ging es um den Kohler-Motor. Da gibt es einige, die versuchen, den irgendwie zu rekonstruieren, aber es ist nicht ganz einfach. Ne? Aus irgendwelchen Geheimdienstberichten. Ja. Also man hat eben nicht wirklich technische Dokumentation, sondern muss da irgendwie ziemlich viel Ratespiel betreiben, und ja, das ist sicher nicht einfach. Die Amerikaner haben ja am Ende des Krieges die Universitäten gewissermaßen auf solche Dinge gefilzt. Und das war, das habe ich selber miterlebt, da war bei uns auch so ein Ami, der alles genau wissen wollte, ob wir vielleicht irgendetwas mit Atombomben zu tun hatten oder, naja, das war damals. Und die haben auch ein Schriftstück aufgesetzt, wo sie den Kohler genau ausgefragt haben. Und dieses Schriftstück, und der Kohler hat ihnen sogar noch das Angebot gemacht, diese Dinge zu bauen, und hat dann auch welche gebaut. Aber die Art und Weise, wie er das abgeglichen hat, ist nicht mit überliefert. Ich weiß, es nur überliefert, dass es funktioniert hat. Ja, wie so oft. Das muss man dann halt glauben. Ja, aber Sie sagen, dass es mit einem ähnlichen Prinzip auch beim EKAT direkt elektrische Energie gewonnen werden könnte, wahrscheinlich dann mit einem höheren Wirkungsgrad, oder? Nein. Aha, mit demselben Wirkungsgrad. Nein. Das wissen wir noch nicht. Ah, okay. Wie viel Prozent da aufgrund des Massendefekts kommt und wie viel des Magnetismus kommt, das wissen wir noch nicht. Okay.
Zurück zum Eckart. Das heißt, das, was da 5 Euro kostet, wenn man das, wenn man da quasi das Wärmeäquivalent von 1 Million Liter Heizöl verbrennt oder erzeugt, das, was sich da verbraucht, ist jetzt also das Nickel, das in Kupfer umgewandelt wird. Das heißt, am Ende kriegt man dann halt da Kupfer raus und das, gut, das ist, so, das ist ja nicht schlimm. Ne? Gitter und das Nickelgitter sind praktisch identisch. Das heißt, es kommen aus dem Nickelgitter ein paar Kupferatome ins Gitter eingelagert. Und deswegen kann man das Ganze auch praktisch wieder einschmelzen und neu, das muss ja zerrieben werden. Die Größe der Nickelkörner spielt eine Rolle. Mhm. Der Katalysator, ne? Es muss so sein, dass das Nickel Kristalleigenschaften hat. Wenn man es zu fein zerreibt, dann ist es nicht mehr genügend Kristall und kann nicht mehr genügend fokussieren, weil diese Kanälchen sind nach unserer Meinung ausschlaggebend, dass das Neutron, was wir ja auch erzeugen, mit dem inversen Beta-Zerfall, dass dieses Neutron in den Kanälchen so fokussiert wird, dass es im Nickelkristallgitter ein Nickelatom zentral trifft und bei ihm gewissermaßen die Transmutation durchführen kann. Und wenn die Transmutation durchgeführt ist, dann ist das Gitter um ein Kupferatom reicher und um ein Nickelatom ärmer. Und ein bisschen Magnetismus wird dadurch auch verloren. Und dieser Magnetismus, der jetzt verloren geht, der ist praktisch auch noch wichtig für die Energiebilanz. Nach meiner Meinung. Und das, was dann ausgetauscht werden muss, ist eben das Nickelpulver, das dann eben zum Teil mit Kupferatomen bereits angereichert ist. Wenn es eben zu wenig Kristalleigenschaften hat, dann läuft es mit dem inversen Beta-Zerfall nicht mehr richtig. Wenn man jetzt da so ein das Nickelkristall oder das Nickelpulver quasi einlagert, wann und jetzt in Betrieb nimmt, das Gerät, wann muss man frühestens oder spätestens, oder wann muss man dieses Nickelkristall wieder austauschen? Ja, wie lange läuft das Ding? Rossi ist behauptet, nach einem halben Jahr. Das sind Vorkehrungen. Ja. Aber momentan ist es so, dass der Eckart nach 6 Monaten Betrieb, auch Dauerbetrieb, ausgetauscht wird. Da wird der ganze Eckart genommen und ausgetauscht. Also es kommt keiner und füllt Nickelpulver nach, sondern es wird das ganze Ding genommen und ausgetauscht. So ist es, jawohl, so ist es momentan geplant. Ganz einfach deshalb, weil man jetzt mit dieser jungen Technologie auch sehen möchte, was passiert in den Reaktoren, was passiert in dem Innern der Eckarts, um eben daraus Schlüsse zu ziehen. Zum einen und zum anderen ist es so, das Nickelpulver ist ja ein Schwermetall und dieses Schwermetall möchten wir nicht beim Kunden hier Wartung durchführen. Deshalb wird es immer außerhalb gemacht und es bietet sich an, da die ganze Elektrik, da die ganze Hydraulik ja letztendlich im Container verpackt sind, an einer Schnittstelle die Elektrik bzw. die PC-Verbindungen bzw. die Hydraulik entsprechend durch abzuflanschen und durch die neuen zu erstellen. Ja. Das heißt, da wird eben jetzt im Moment das ganze Gerät ausgetauscht, aber ist es denkbar, dass dann in Zukunft nur so eine Kassette ausgetauscht werden muss, dass man das trotz der Giftigkeit von Nickel irgendwie so sicher macht, dass man nicht immer die, weil es ist ja schon ein ziemlicher Aufwand, ne? Das ist ja ein riesenschweres Gerät, dass man da immer das ganze Gerät hin und her führen muss, das macht es ja auch teurer, ne? Also das kommt da jetzt auch bei den 150.000 Euro, die wir da gerechnet haben für das Heizöl, da kommen die 5 Euro fürs Nickel, aber dann auch noch 2-mal Transport, ne? Kommt ja auch noch dazu. Ja,
Ja, das ist momentan klar. Nochmal zur Erinnerung, die Technologie ist sehr jung und es sind gewisse Maßnahmen, die jetzt auch zur Vorsicht einfach auch für die eigene Erfahrungsbildung dienen. Da wird sich einiges noch tun in der Hinsicht und auf Ihren Gedanken, dass das wie so eine Art, ich sage mal, so eine Art Druckerpatrone, wie man es erkennt bei den Tintenstrahlen, ja, reduziert werden kann, ist prinzipiell denkbar. Ja. Wie lange, es war jetzt die Frage, die wir noch nicht so ganz beantwortet haben, wie lange gibt es jetzt wirklich konkret diese ECAD-Prototypen, beziehungsweise laufen die schon irgendwo im Testbetrieb? Ja, im Testbetrieb laufen sie etwa seit also etwa einem halben Jahr, kann man sagen, sind die Anlagen so, dass sie die Tests gefahren werden. Momentan laufen die Anlagen in den USA. Und es wurden auch Langzeittests durchgeführt, jetzt eben in dem Bericht von den schwedischen Wissenschaftlern, der uns auch zur Verfügung steht, den Sie auch bei uns auf der Homepage herunterladen können, entsprechend getestet und dokumentiert. Also seit einem Jahr laufen konkrete Versuche mit tatsächlichen Prototypen? Ja, das kann man so sagen. Mit Erfolg? Absolut, natürlich, die Anlagen laufen. Es sind noch gewisse Langzeittests, die momentan noch sind, deshalb ist auch die Auslieferung noch nicht so, wie wir es gerne hätten, also schon lieferbar, sondern es muss erstmal ja, die industrielle Fertigung, beziehungsweise das muss einfach alles noch rund laufen. Stellen Sie sich ein Rad vor, das erste Rad war mit Sicherheit nicht so schön ausgewuchtet, wie es unsere Räder heute sind. Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir dann eh noch drauf zu sprechen, ein bisschen, ja, auf genau, wie da die Vertriebssituation aussieht. Was mich jetzt noch von der technischen Seite vielleicht interessieren würde, ist, das heißt, dieses Gerät schafft einen Wirkungsgrad von 1 zu 6. Das heißt, die elektrische Energie, die ich dem zuführe, jetzt vernachlässigen wir mal den Verbrauch von Nickelkristallen, weil die ja sehr billig, also das kostet ja nichts, ne? Aber die elektrische Energie, die zugeführt wird, wird mit, da kriege ich die sechsfache Menge an Wärmeenergie am Ende hinten raus. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Ja, wobei, ganz wichtig, Sie reden jetzt von der elektrischen Energie, das ist eine Energieform. Wir reden eigentlich von Wärme. Wir können diese Wärme über elektrische Energie erzeugen, wir können die aber auch durch durch einen Gasbrenner oder durch eine andere Wärmeerzeugung erzeugen. Durch Holzverbrennung? Theoretisch. Kohle. Jeder Wärmeerzeuger wäre denkbar. Also wenn man jetzt das mal hochspinnt und sagt, ich habe einen Grundprozess, wie man Kraftwerk aufgrund von bestehenden Anlagen, dann könnte ich mit diesem ECAD diese Grundwärme nutzen und muss nur noch eine geringe Menge jetzt zum Beispiel mit elektrischem Strom. Elektrischer Strom ist deshalb so günstig, weil er sich toll regeln lässt. Ah, das heißt, was mit diesem elektrischen Strom erzeugt wird, ist Wärme, auch wiederum nur mit einem bestimmten Wirkungsgrad. Richtig. Und diese, im Prinzip, das Verhältnis 1 zu 6, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, existiert zwischen der mit dem elektrischen Heizstrom erzeugten Wärme und der Wärme, die dann am Ende des Prozesses rauskommt, ja? Richtig. Okay. Nun, wir wandeln ja in etwa durch das, dass wir das Ganze gekapselt haben, den elektrischen Strom nahezu im Verhältnis 1 zu 1 in Wärme um. Und okay. Deshalb wirkt es etwas, verwirrend. Ja, das muss man dazu sagen. Also eigentlich ist für den Prozess nur die Wärme erforderlich. Man muss diese Schwingung im Prinzip der Kristalle, das Atomgitter in Bewegung setzen, damit hier Bewegung reinkommt. Und es geht hier nicht um Strom hier zuzuführen, sondern mit dem Strom wird Wärme erzeugt. Anstelle des Stromes kann ich auch eine andere Energieform nehmen. Welche Temperatur brauche ich da denn? Entschuldigung? Welche Temperatur brauche ich da denn bei diesem Vorheizen? Ja, das sind eigentlich Internas, aber so um die 400 Grad. 400 Grad, na, ist ja nicht so wenig. Ne? 1 zu 6, der Wirkungsgrad dieser Wärmeenergie. Sie sagen, der Wirkungsgrad bei der Umwandlung von Strom in Wärme ist nahezu 1. Habe ich Sie da richtig verstanden? Okay. Ja.
Wie ist denn der Wirkungsgrad bei der Umwandlung von der Wärmeenergie in elektrische Energie? Die direkte Auskopplung von Strom ist noch nicht so weit. Das ist ein Gedankenmodell momentan. Ist diese Menge an Wärme, die beim E-Card hinten rauskommt, ich nehme an, sie ist nicht ausreichend, um diesen Heizstrom ebenfalls mitzuversorgen? Ja, nun, im Prinzip wäre das theoretisch denkbar. Wir müssen momentan aus der heutigen Sicht eben über die hohe Temperatur in einen Dampfprozess gehen, um eine Gasturbine oder ein Kraftwerk anzutreiben und sind dann im Wirkungsgradbereich von 30%. Ja, wir gehen jetzt bei 10% bei niedriger Temperatur, ja. Und wenn wir den Hotcat haben, können wir 30%, 35%, 38%. Ja, da habe ich aber genug Luft, dass sie das ausgeht. Ne? 1:6 geht es in die Richtung und 3:1 in die andere. Ne? Richtig, das heißt, wenn man Strom nimmt, etwa dort könnten wir die doppelte Menge an Strom rausholen, haben aber dann noch die gesamte thermische Energie zur Verfügung. Ja. Aber diese E-Cards, die verfügbar sind, die laufen jetzt nicht in diesem Selbstlaufmodus. Die brauchen dann permanent den Heizstrom. Ja, Sie müssen sich so vorstellen, der E-Card selber ist der Wärmeerzeuger. Es ist der, ich sage mal, Kessel im Prinzip. Und hinter diesem Kessel müssen Sie jetzt noch einen Generator schalten, im Prinzip, um diese Wärme in elektrischen Strom umzuwandeln. Über den Umweg Dampf zum Beispiel. Momentan ist der Wärmeausgang da und das ist dann der zweite Schritt, der dann im Prinzip Kraftwerkstechnik jetzt im großen Bereich erfordert. Aber diese Technik ist vorhanden. Da gibt es genügend Unternehmer hier in Deutschland oder auch in Österreich, wo hier mit der Materie sich hervorragend auskennen. Aber das würde heißen, dass ich diesen EK zu Hause aufstelle, dass ich am Anfang natürlich einmal ein bisschen Heizstrom brauche. Also jetzt sagen wir mal in dieser EK Mark II, also den es jetzt gibt, der kann das ja noch nicht. Aber der EK, der gleich alles mit drinnen hat, ja? Also den Generator auch gleich. Ich könnte den aufstellen, muss ein bisschen Energie zuführen, das Ding läuft hoch, und dann schalte die Energie aus und kriege nur mehr Energie an den Klemmern. Wo ist da mein Denkfehler? Ja, also ich sage mal so, im Prinzip könnte man sich das einmal so vorstellen, aber das sind noch Gedankenmodelle, die noch in Zukunft stehen. Ja, wir sind momentan bei A und wir reden da vielleicht irgendwann von einer Skalierung von in 5, 8, 10 Jahren, sage ich mal. Vorher sehe ich das nicht als realistisch. Also wenn das wirklich in 10 Jahren, wenn wirklich in 10 Jahren ein Gerät rauskommt, auf den Markt kommt, das ich einmal kurz hochfahre und dann erzeugt es einfach Energie und verbraucht dabei in einem halben Jahr nur, keine Ahnung, wie viel Nickelkristall, das ich relativ billig kriege. Wenn das wirklich in 10 Jahren rauskommt, wow, kann ich nur sagen. Ja, natürlich, klar. Genau, das wäre erstaunlich. Ja, genauso spannend ist diese Technologie. Wir sind im Endeffekt eigentlich mit dieser Technik in einem neuen Zeitalter. Und mit dieser Technologie wird noch sehr viel machbar sein, wo man dann, wenn man zurückschaut auf die letzten 2 Jahrhunderte, so müde und so, mit einem leichten Lächeln zurückschaut. Herr Krieg, und irgendwelche Erhaltungssätze werden da deshalb nicht verletzt, weil da ja dieser Prozess des Nickelkristalls abläuft? Weil ich meine, man könnte natürlich sagen, ja, dann habe ich am Ende eine Maschine, das ist ja ein Selbstläufer, das kann ja gar nicht funktionieren. Die Energieform, die wir hier nutzen, die ist neu, beziehungsweise eigentlich urbekannt. Die Natur macht es schon seit jeher. Der Mensch beginnt jetzt zu begreifen, wie das so funktioniert. Ja. Genau, wir machen das jetzt nutzbar und da ist eben der E-Card mit eines der Geräte, der ersten Geräte, die jetzt hier diese Technologie umsetzt. Also es wäre ein schlechtes Geschäft, wenn Sie mit dem E-Card Strom erzeugen über den Umweg, über die Wärme. Weil da können Sie nur höchstens die Hälfte an elektrische Energie rauskriegen. Aber in dem Augenblick, wo Sie die elektrische Energie mit dem Heizlüfter verschwenden und heizen, in dem Augenblick können Sie viel besser mit einem E-Card heizen. Da brauchen Sie nämlich nur 1/6 der Energie in elektrischer Form. Und 5/6 kriegen Sie dann dazu
in Wärmeform. Also das ist jetzt die Anwendung des E-Cuts. Es ist eine Heizung, eine hocheffiziente Heizung. Wenn man, ja, richtig. Ja, aber mit, ich sage mal, sehr, sehr weit gefassten Möglichkeiten. Ja, das kann man unterschreiben. Ja. Ich würde diesem Thema oder diese Betrachtung aus der Selbstläufe vom Modus EG sehr, sehr vorsichtig betrachten. Wir sind momentan in einem sehr effizienten Heizungsgerät. Alles Weitere soll die Zeit bringen, verstehen Sie? Also wir wollen nicht gleich mit dem Türrahmen ins Haus fallen. Ja, ich glaube, das wäre eine Idee, für die Zeit noch nicht reif ist, wenn es wirklich funktioniert. Ja, da steckt Potenzial drin in der Technik. Ja. Bringen wir es noch so auf den Punkt. Ja. Gut. Wenn man jetzt den E-Cut als Heizung betrachtet und ihn vergleicht mit anderen alternativen Ansätzen, Wärmepumpe zum Beispiel, wie schaut es da im Vergleich zu einer Wärmepumpe aus? Nun gut, die Wärmepumpe nutzt ja auch Umweltenergie. Und wenn wir jetzt eine Elektrowärmepumpe nehmen und den COP über das Jahr hinweg mitteln, dann liegt eine Wärmepumpe momentan, wenn es eine gute Wärmepumpe ist, bei 1 zu 3,5, wenn es hochkommt. Der E-Cut liegt momentan bei 1 zu 6. Das heißt, er wäre knapp doppelt so gut aus der heutigen Sicht. Das heißt, ich bin doppelt so gut wie eine Wärmepumpe. Gibt es dann irgendwelche anderen Ansätze, die vielleicht noch besser wären als eine Wärmepumpe? Meine Frage zielt jetzt darauf ab, gibt es alternative Energie- oder Wärmeerzeugungsmethoden, die es mit dem E-Cut aufnehmen können? Nun, mir wäre momentan nichts bekannt. Es ist natürlich die Sonnenenergie über Photovoltaik oder solarthermische Anlagen. Diese Energie steht natürlich jederzeit zur Verfügung. Deren Wirkungsgrad ist schlecht zu messen. Man kann die Sonneneinstrahlung und die Effizienz rausrechnen. Das sind bei der Photovoltaik, wenn es hochkommt, 16-17%. Bei den solarthermischen Anlagen liegen wir deutlich höher. Da liegen wir so um die 70%, 80%, je nach Anlagetype. Aber es ist so, sie haben nicht immer diese Energie zur Verfügung. Und das schaut eben bei der Technologie, wie es der E-Cut bietet, eben so aus. Dort ist es rund um die Uhr, egal ob Schnee drauf liegt oder sonst was. Wir sind so unabhängig. Das heißt, wenn die Sonne scheint, ist Solar besser, aber wenn es eben nicht so hell und warm ist draußen oder eben keine Sonne scheint, dann heizt der E-Cut einfach weiter und kümmert sich nicht viel um die Sonne. Ja, die Energiedichte, muss man einfach sagen, wenn man es mal von der Seite her betrachtet, ist der E-Cut der Sonne längst überlegen, weit überlegen. Ja, wir holen das, Sie müssen sich ja vorstellen, im Prinzip läuft ja dieser Prozess ähnlich wie der in der Sonne stattfindet, ähnlich wie der in der Sonne stattfindet, läuft hier auf der Erde statt. Und allein die Strahlungsgesetze, ja, mit der Entfernung zum Quadrat nimmt die Intensität ab, sagt Ihnen schon, auch wenn dazwischen das Weltraum ist, so ist doch, je näher wir an die Sonne rankommen, nimmt die Strahlung zu, würden auch die Anlagen theoretisch effektiver werden. Aber wir müssen mit dem leben, was wir momentan haben. Und das heißt, von der Energiedichte her oder E-Cut diesen Technologien weit überlegen sein. Ich hoffe, es bekommt. Nehmen Sie das mal als Autoantrieb, Solarzellen, gibt es ja. Ja. Das sind also ganz leicht gebaute Autos mit einer riesen Dachfläche, wo die Zellen drauf sind. Ja, finde ich eine großartige Idee eigentlich. Ja, ja. Das Auto fährt nur dann, wenn die Sonne scheint. Ja, außer es hat einen Akku und kann halt. Ja, hat einen Akku und der ist so schwer, dass das leichte Auto nicht zusammenbricht. Ja, das ist halt die Krux an der Sache. Aber wir wissen ja alle, also, aber wäre es auch denkbar, natürlich Autos mit einem E-Cut auszustatten, als Energiequelle? Ja, da denkt der Herr Tesla in den USA darüber nach. Tatsächlich. Also nicht der Nikola Tesla, sondern der Herr Tesla Motors, der Mann der heißt... Der Tesla Autobauer. Jawohl. Ja, der möchte, das wäre wunderbar, einen Tesla mit E-Cut als Energiequelle. Ja. Wow. Ja. Irgendeine Idee, wie weit... Die Energiedichte hat der E-Cut jedenfalls. Sie können ja sagen, 10 Kilowatt in der
Größe eines PCs auf dem Tisch. Ja? Energiedichte jetzt Größe des Geräts zur maximal abgegebenen Leistung. Ja. Mhm. Ja, mit 10 Kilowatt vor 12 PS oder was? 15 PS. 15 PS, ja. Nehmen Sie zweifach oder dreifach, dann haben Sie 45, 50 PS. Da geht schon was, ja. Da geht schon was, ja. Da haben schon die VWs damals, die haben 34 PS gehabt. Ne? Das wäre unglaublich, wow. Haben Sie irgendeine Ahnung, wie weit diese Überlegungen, Verhandlungen, bla bla bla, wie weit es schon gediehen ist zwischen Tesla und Rossi, oder wer spricht da mit wem eigentlich gerade? Das weiß ich nicht. Ja. Ja, das ist sehr spannend. Ja. Man kann aus diesem Gespräch schon sehen, dass die Möglichkeiten, die theoretischen, doch enorm sind. Es gibt jetzt auch schon laufende Prototypen, sagen Sie beide. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, diese zu sehen? Gibt es da Dokumentation drüber? Ich meine, es gibt sicher Leute, die sagen, nein, ich glaube nicht, dass das Ding funktioniert. Wie können sich diese Leute überzeugen, dass es funktioniert, so wie wir jetzt beschrieben haben? Ja, also näher dran, genau. Nun, es sind die ersten Anlagen sind in den USA drüben, die sind momentan noch unter Verschluss. Eine läuft bei einem Kunden, so die Aussage hier. Wir hatten die Gelegenheit, in Italien die Anlage zu besichtigen, auch in Betrieb zu sehen, und durften dort unsere Messungen machen. Das war für uns im Endeffekt der Grund, dass wir gesagt haben, okay, diese Technologie funktioniert, wir investieren und steigen hier ein. Also zwei Anlagen existieren weltweit, ja. Aber nur bei einer, bei der in Italien kann man Messungen machen? Nein, Messungen sind momentan leider keine möglich. Also wir hatten die Gelegenheit, ist immer kleiner Rahmen, machen zu dürfen. Momentan ist es so, dass wir alle unsere Kunden auf die Warteliste setzen, um hier Messungen machen zu dürfen. Die sagen wir mal, Bedingungen von vielen Kunden ist ganz einfach, und es ist auch verständlich, dass sie sagen, wir wollen die Katze nicht im Sack kaufen. Na, das ist klar, ne? Natürlich, sondern die wollen mit ihren Technikern an die Anlage ran, die wollen die Leistungsmessung machen, die wollen das Ding begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, um dann die Bestellung auszulösen. Was kostet denn so ein E-Cut? Wenn man jetzt, in welchen Größenordnungen ist man denn da? Ja, wir sind, da muss man vorausschicken, dass der E-Cut momentan nur in der 1 Megawatt, das heißt 1 Million Watt Leistungsklasse geliefert wird. Das ist dann ein C-Container. Der ist für ein Einfamilienhaus leicht überdimensioniert, sage ich mal. Wir reden da von der Möglichkeit, um 300 Häuser auf einmal zu beheizen. Diese Technologie dann in dieser Leistungsgröße würde in Deutschland kosten 1,4 Millionen Euro zuzüglich der Mehrwertsteuer. Von Kleinanlagen, also sprich für das Haus, für das Einfamilienhaus, für das Mehrfamilienhaus, diese werden folgen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das wiederum muss man verstehen, hängt mit der Zulassung zusammen. Sie müssen ja heute, wenn Sie mit diesen Anlagen an die Öffentlichkeit gehen, sich eine gewisse Sicherheitszertifizierung geben. Und der Zertifizierer eben hat die Aufgabe, eine völlig neue Technologie in den Markt zuzulassen. Und das war dann die Auflage zu sagen, Sie wollen 10 Anlagen folgen, 10 Anlagen beim Kunden begleiten, um daraus dann gewisse sicherheitstechnische Anforderungen für die Heimanlagen zu bestimmen, festzulegen, nach deren Kriterien dann diese Heimanlagen gebaut werden müssen. Also da sind die Auflagen natürlich viel höher, und man möchte also jetzt 10 dieser 1 Megawatt Anlagen installieren, und wenn man da dann genügend Erfahrung gesammelt hat, dann auf kleinere Anlagen, die wahrscheinlich ab 5, 6 Kilowatt oder was. Genau, es geht hier jetzt weniger um die technische Erfahrung, sondern hier geht es einfach um die Sicherheit der, ich sage mal, ich nenne mal hier in Deutschland nicht der TÜV, es ist die SGS in der Schweiz, dieses Schweizer Unternehmen ist der Schweizer TÜV im Prinzip, der eine ähnliche Funktion hier ausübt.
Und die haben die Zulassung erteilt, eben mit dieser Auflage. Und so ist man auf diesen Klimmzug, man hat ihren Umweg gemacht, nicht zuerst den kleinen Bereich zu bedienen, sondern eben aus Sicherheitsgründen, damit die Erfahrungen in die Sicherheitssache mit einfließen können, den Weg über den Industrie ECAT, diese 1-Megawatt-Anlage, zu gehen. Das ist der Hintergrund. Also das hat nichts mit, wird sehr häufig angesprochen, ob da irgendwelche Verschwörungstheorien dahinter stecken. Das kann ich völlig also verneinen. Das ist eine ganz rationale Überlegung. Die 1-Megawatt-Anlage, ist die bereits jetzt TÜV-zertifiziert in Deutschland zum Beispiel? Also nicht vom TÜV, sondern vom SGS, das ist der Schweizer TÜV. Ja, das Zertifikat ist auch bei uns auf der Homepage und könnte downgeloadet werden. Und das geht auch für Deutschland? Kann ich jetzt mit dieser Zulassung, könnte ich so ein Gerät auch in Deutschland betreiben? Oder muss da... Europaweit. Okay. Das heißt, das Gerät, 1 Megawatt, ist für ganz Europa zugelassen. Kostenpunkt 1,5 Millionen. Wenn jetzt jemand sowas bestellen möchte, dann, und jetzt sind wir beim Vertrieb, ist das im Moment schon möglich? Wir nehmen Bestellungen auf, wir führen Gespräche, wir machen unsere beiden Angebote, wir machen die Berechnungen, machen die Wirtschaftlichkeitsberechnungen und geben diese Bestellungen rein. Wir sind momentan so, dass keine Anlage bisher geliefert wurde. Ich habe leider etwas für den Vertrieb, etwas unbefriedigend, noch keinen genauen Startzeitpunkt, wann die ersten Anlagen geliefert werden. Können Sie darauf eingehen, wo hakt es jetzt noch? Also meine Vermutung ist, also die Nachfrage ist natürlich groß, keine Frage. 90% der Kunden stoppt in dem Moment weitere Gespräche, weil sie sagen, wir wollen erstmal die Anlage sehen und dann geht es zur Entscheidung, was ich absolut verstehen kann und auch sehr wohlwollend dazu stehe. Das Haken, in Anführungszeichen, denke ich momentan, dass, und es ist ja, wird ja auch so gepostet von Rossi, dass er die technische Weiterentwicklung momentan im Vordergrund stellt, die Salonfähigkeit, das heißt, die Verfügbarkeit, die Lebensdauer, das sind die wichtigsten Punkte, um den Prozess und den E-Cut, den Industrie-E-Cut auch so zu machen, dass es für die Industrie akzeptabel ist. Das ist ja auch eine Frage der Kosten und letztendlich, wenn die Anlage im Markt ist, muss sie laufen. Okay, das ist aber ein guter Grund. Also das klingt für mich ein bisschen so wie, okay, die Anlagen, diese beiden Anlagen laufen zwar, aber nicht so stabil, dass sie in einem Betrieb, der das Ding einfach einschalten und vergessen will, einfach ein halbes Jahr läuft, bis sie eben dann beim nächsten Wartungszyklus ausgetauscht wird. Ich nehme an, das wird man wahrscheinlich beibehalten am Anfang. Und man möchte eben dieses Ding einmal so weit entwickeln, dass es wirklich zu 99,999% zuverlässig ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine gute Vorgehensweise, denn wenn man jetzt solche Dinger installiert, sagen wir mal, liefert da 20 Stück aus und verschiedenste Betriebe und da gibt es dann nur Probleme, ich glaube, das wäre wahrscheinlich noch schlimmer, als wenn man jetzt noch eine Zeit lang wartet. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Genau, das ist der Punkt, letztendlich zwischen Labor und zwischen Serienprodukt, ausgereiftem Serienprodukt, muss ich ausdrücklich nochmal sagen. Ausgereift nämlich. Weil es ist eine Sache, wenn ich jetzt so ein Ding im Versuchsbetrieb habe und da jeden Tag eigentlich dran stehe und es beobachte und wenn es auch nur einen Schluck auf hat, sofort irgendwie da anfangen nachzuregeln, aber das ist ja in einem Betrieb unmöglich. Ja, also die wollen das Ding kaufen, hinstellen, einschalten und es soll Wärme produzieren und ansonsten nichts. Vor allem keine Probleme und keine Arbeit. Also offenbar ist man da noch nicht so weit. Zeithorizont jetzt natürlich. Zeithorizont, vorsichtig gesprochen rechnen wir im Laufe des nächsten Jahres, aber ob das eher, ich vermute eher Sommer, das kann aber auch nochmal Winter werden. Wir wissen es nicht genau. Ich erlebe sehr häufig, dass die eigene Ungeduld momentan unser größter Feind ist. Ja? Das heißt, man hat was Tolles und man träumt nachts nur noch von dieser tollen Technologie. Nichtsdestotrotz, Rom wurde nicht in einem Tag gebaut, das hat viele Jahrhunderte gedauert. Die EK-Technik wird schneller kommen. Naja.
Herr Krieg, vielleicht von Ihnen noch ein paar abschließende Worte zu dem ganzen Themenkomplex Vertrieb und wenn es dann eben wirklich in die Praxis geht. Ich beschäftige mich mit der physikalischen Seite. Ich nehme an, dass die Heizungsfirma Dobler mit der technischen Seite, die EKAT Deutschland mit der technischen Seite genug zu tun hat. Ja. Also meine Einschätzung, wenn das Ding kommt und die ersten laufen, dann gibt es einen Run aufs Gold sozusagen. Glauben Sie, dass er kommt? Ich glaube fest. Die einzige Sache, die uns behindern könnte, ist, dass die Amerikaner und die Russen sich zusammentun und uns daran hindern, den EKAT aufzustellen und zu verwenden, weil sie ihr Erdgas und ihr Öl weiterverkaufen möchten. Das ist meine Befürchtung. Ja, das ist natürlich ein starkes Argument. Ne? Und wenn man sieht, wie schwach unsere Kanzlerin ist, dann kann man damit eigentlich fast schon rechnen. Das klingt jetzt nicht so optimistisch, Herr Krieg. Also, aber ich glaube, es ist realistisch, was Sie da sagen. Die Technik, die ist meines Erachtens klar. Es ist offenbar nicht so sehr ein technisches Problem, aber ein politisches. Energiefragen sind immer politische Fragen. Hm. Immer. Hm. Offensichtlich. Dennoch, das ist wirklich ein spannendes Teil. Also ich wünsche mir, dass es irgendwann diesen EK tatsächlich im Einsatz gibt. Das ist, finde ich, schon auf einem erstaunlich handfesten Niveau angelangt, muss ich sagen. Also die meisten alternativen Energieansätze, wenn sie nicht sowieso irgendwie eine Weiterentwicklung von Solarkraft oder so sind, sind meistens noch viel flüchtiger als dieser EKAT. Okay, es gibt ihn jetzt zumindest an zwei Standorten. An einem gibt es eine Liste, wo man sich vormerken kann, wenn man sich für den Kauf interessiert. Aber naja, es klemmt und hakt. Wir haben ein paar der Gründe angesprochen, aber das wäre eine völlig andere Sendung. Und ich denke mal, was ich da mitnehme, ist ein weiterer interessanter Ansatz, der viele Probleme lösen könnte und hoffentlich irgendwann die Chance kriegt, es zu tun. Danke Ihnen noch einmal. An uns soll es nicht liegen. Genau. Nein, ich glaube, Sie beide tun sehr viel, dass das Ganze passiert. Vielleicht kann dieses Interview auch dazu beitragen, dass ein paar Leute mehr davon erfahren, sich vielleicht dafür zu interessieren beginnen. Vielleicht machen wir in ein, zwei Jahren ein Update und schauen mal, wo wir dann stehen. Sehr gut, ja, gerne. Okay. Mein Dank auch nochmal an Sie und vielen Dank für das freundliche Interview. Silver dollar makes me swallow, makes me weak, I can't speak, therefore I say das war ein CropFM-Spezial zum Thema EKAT und kalte Fusion. Weitere Informationen sowie ein komplettes Audioarchiv zum Gratis-Download von über 300 Ausgaben finden sich auf der Website von CropFM. www.cropfm.at Auf der Startseite finden sich neben aktuellen News auch der CropFM Spendenbutton. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Interesse. Wünsche besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch und freue mich auf ein Wiederhören im Jahr 2014.